Hi Leute, willkommen zurück zu Splatoon 2. Ich habe mir die Airbrush MG nochmal ausgerüstet. Und ich würde sagen, wir machen nochmal bis zum nächsten Level ein paar Matches. Und gucken, was Artian noch Neues für uns hat. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Wobei, wir könnten auch noch dann mal die Rangkämpfe ausprobieren. Wobei ich nicht weiß, was sich da am besten lohnt an Waffen. Wahrscheinlich irgendwas, was die Gegner wegklatscht. Zum Beispiel es gibt ja verschiedene Modi. Aber wir machen erstmal jetzt diese Runde. Ich denke mal, danach können wir mal versuchen, den anderen Modus ein bisschen zu testen. Ja, das gefällt mir schon gleich viel besser. Ups. Ah, ich liebe diese Waffe. Die ist einfach nur cool. So, das ist eine Waffe für den... Wow! Wo kommt er denn her? Was? Was war das? Habt ihr das gesehen? Das war total die Konnektivitätsprobleme. Also ich bin der Meinung, ich habe ihn getroffen und ich weiß nicht, wie er da plötzlich alles eingefärbt hat. Also irgendwie sah es merkwürdig aus. Also, das war nicht richtig. Die sperren wir da jetzt ein. Oder auch nicht. Oh, die Regenwolke. Oh, shit. Ah! Also entweder haben wir jetzt die übelsten Probleme oder die Gegner. Übrigens, ich habe mal im letzten Part nachgeguckt, von wegen das mit der Schrift. Das ist in der Aufnahme nicht so zu sehen. Also war das nur meine eigene Fernseheinstellung, die da ein bisschen was versaut hat. Aber ist okay. Wow. Ich glaube, wir laggen. Oder die sind alle schneller als wir. Irgendwas stimmt da nicht. Mir kommt es jedenfalls vor, als wenn das irgendwie unsynchron ist. So. Ja, fällt mir mal ein. Die sind schneller. Wow, was war das denn? So, ich würde sagen, wir färben hier noch ein bisschen ein. Schön die Flächen kriegen. Wenn so ein Match geht, leider... Boah, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Nein, ich habe mich nicht schnell genug gedrehen können. Upp. Oh, hier noch ein bisschen. Wieso fehlt das hier überall? Aha, Leute. Wir verlieren auch, weil wir unsere eigenen Flächen nicht einfärben. Na gut, wichtig sind halt auch die Hauptflächen. Nein. Ich habe mich auf unten konzentriert, nicht auf links. Na gut, ein paar Sekunden haben wir noch. Ich glaube, wir drehen da nicht mehr so viel. Vielleicht unser Team noch, aber... So, ein bisschen sprayen. Das könnten wir geschafft haben, weil wir zum Schluss noch die Mitte gekriegt haben. Schönes Ding. Ich würde sagen, wir behalten die Waffe. Oh, wir sind sogar besser gewesen. 969, ja, knapp. Ja, ich sage ja, die Waffe ist geil. Die färbt ordentlich ein, mit der kann man ein bisschen agiler vorgehen. Wir möchten keinen weiteren Kampf, weil ich wollte ja jetzt einfach mal... Ja. Gucken wir uns mal, Freunde, privater Kampf, Online-Lounge, wo ist denn? Dürfen wir hier nicht rein? Abstufe 10, na toll. Also Standardkampf, na gut, schade. Warum ist das auf Level 10 verfügbar? Ah, wir haben ja gleich schon mal Level 7, das ist ja auch okay. Dann können wir uns mal angucken, was wir noch so für Waffen haben. Ansonsten werde ich offscreen
nochmal bis Level 10 hochziehen. Damit wir dann auch die Revierkämpfe sehen können. Und gucken, was da so abgeht. Ich glaube, das klingt ganz gut. Aber erstmal machen wir jetzt Level 7. Gucken, was wir an Waffen kriegen. Vielleicht ist dann auch schon nochmal ein kleines Intermezzo mit. Wie heißt das denn mit dem Simon Run? Vielleicht kriegen wir den auch noch dazwischen, bevor ich Level 10 mache. Ansonsten, ja, kommt sonst der Simon Run am Ende nochmal. Soll ja auch mitunter einer der spaßigsten Modi sein. Mit dem Online-Kampf zusammen hier alles. Gut, das sieht gerade etwas doof aus. Ich hoffe, da kommen jetzt noch schnell vier Leute. Ansonsten, glaube ich, wird das hier alles aufgelöst in 30 Sekunden. Oh, bisschen klein. Zählt das mit dem kleiner Fisch, also diese Waffen-Ranking da oben? Zählt das jetzt nur Session-basiert? Also solange ich die Waffe ausgerüstet habe oder halt solange ich die Konsole nicht ausschalte oder das Spiel beende? Das wäre doof, wenn ich das immer wieder von vorne anfangen müsste. So, ja, heute habe ich kleiner Fisch Level 10 geschafft. Ja, und nächstes Mal fange ich wieder an, mich bis Level 10 hochzuarbeiten. Toll. Okay, er hat leider nichts gefunden. Dann gehen wir in eine neue Lobby. Ist ja nicht so schlimm. Warum schmeißt er uns nicht automatisch in eine neue? Kämpfe werden gesucht, alles klar. Ja, so muss das aussehen, genau. Korallenviertel, das ist die andere Map, genau. Die kennen wir, glaube ich, auch auf dem Singleplayer. Bin ich der Meinung? Oh, der hat die goldene. So, wir gehen da lang. Oh, da möchte ich nicht runterfallen. Ja, das ist die. Nein! Oh, wir sind rausgekommen. Hinter uns, ernsthaft? Das war unfair. Einer hätte jetzt auch gereicht. Wie lange kann man eigentlich durch die Gegend rollen, ohne sich explodieren zu müssen? Ja, für Spaß hier. Wow! Ah, der war gut. Ich dachte, jetzt durch die Granate wäre vielleicht schon weggeschwommen, aber ja, da kommt eher auf uns zu. Schade, schade, schade. So. Wow. Was denn her? Ach, Leute. Ah. Hahaha, da war wirklich einer. Okay, man kann also auch schnell explodieren, so wie das aussieht. So, wir färben. Oh Gott, ist das alles gelb. Das sieht gar nicht so gut aus. Und Punkte holen wir ja trotzdem. Bringt auch Kohle und so. Den kriegen wir nicht. Wow. Wurde er irgendwie zur Seite gedrückt gerade? Oder ist das irgendwie zur Seite gegangen? Ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Na gut. Ta-ta-ta. So, wir färben noch mal ein bisschen. Wow. Alter, was passiert hier? Wow. Oh nein! Oh wow, das war ein bisschen too much. Okay. Färben, wo wir können. Er wirft zurück, okay. Ich muss sagen, unsere Granaten sind gar nicht so geil. Wie können die immer so geil nach oben schießen? Ich verstehe das nicht. Wow. Okay, das haben wir verloren. Oder sowas von. Wir kommen ja gar nicht nach vorne. Ach, nerv mich. Okay, das ist
mega verloren. Also dann haben wir auf die Fresse gekriegt. Aber ordentlich, wow. Vielleicht hätte ich nicht hier vorne bleiben sollen. Ich hätte mich irgendwie oben lang sneaken müssen oder sowas. Vielleicht hätte das was gebracht. Keine Ahnung. Aber alle von uns waren da, also wir waren einfach nur scheiße. Dieser Isu war echt gut. Ah, perfekt. Genau auf Level Up. Das wollten wir. Arti, wir kommen. So, wir gehen hier raus. Und gucken uns bei Arti nochmal schnell um. Wobei, wollen wir uns auch noch einen neuen Look geben? Wir haben 13.000. Zack. Aha, er hat einen neuen Roller für uns. Das ist ja gar nicht mal so geil. Okay. Ja, Quatsch los. Ist uns egal. Danke. So. Das ist teuer. 6.200. Na gut. Der hat... Oh, diese Robobombe. Die ist geil. Und den Regenschauer, okay. Ja, ich würde sagen, benutzen wir viel diese kleinen Minen. Ich meine, man kann da zwar vorab hauen, aber es müsste die Gegner ziemlich durcheinander bringen. Ups. YOLO, you only live once. Okay, man nimmt also einen Eimer. Und mit 2 O kenne ich nicht. Gut, gehen wir nochmal hier in den Kampf. Leider nur eine neue Waffe gekriegt. Reicht aber wahrscheinlich für 2 Matches erstmal wieder. Und dann werde ich mich wahrscheinlich auf Level 10 hocharbeiten. Als nächstes, aber offscreen dann. Kampfart, Revierkampf, Färbe, wirklich. Färbe möglichst für einen, so. Ach ja, da haben wir jetzt die Waffe. Hui, juppe, juppe. Die kleinen Robominen haben wir auch noch zur Genüge, würde ich sagen. Ups. Da sind wir leer. Und weiter geht's. Uah. Was haben wir jetzt, leuchtende Augen? Ob wir gerade im Fokus waren, oder? Was war das gerade? Naja, gut. Wir gucken mal, was hier so Sache ist. Was hier so alles passiert. Nein, wir sind leer, wir sind leer. Wir sind tot. Wir sind nicht leer, wir sind direkt tot. Von Rolf gekillt worden. Ach, Rolf, sowas kannst du nicht machen. Fehlt überall noch. Waren wir so unvorsichtig? Wieso macht das eigentlich kein anderer außer wir? Ist das so unproduktiv? Lohnt sich das immer nicht? Und die alle nur immer Action haben? Naja, machen wir ein paar Flächen. Kann ja auch nicht schaden. Oh, wir sind aber schnell leer. Na gut. Wir brauchen aber auch echt viel, ne? So. Viel Spaß mit den Minen. Ich werde jetzt nicht sparsam damit sein. Bah. Was war das denn? Ach, da oben. Ah, geht das hier los? Wow. Kommen wir da hoch? Ja. Ups, ich wollte gerade eine Mine schmeißen, aber meine Kollegen haben das hier schon wunderbar gemacht. Nein, nein, nein! Oh, shit. Ich dachte, den kriege ich jetzt überall. Ich will diese Waffe haben, die sieht stylisch aus. Ich sollte es hüpfen lassen, ich glaube, das dauert zu lange. Bäh. Hat sich gar nicht beirren lassen davon, ist einfach stumpf auf uns losgelaufen.
Okay. Oh, Fläche, Fläche, Fläche. Oh mein Gott. Wieso sind wir gerade von ihm abgeprallt? Hat er so viel Leben, dass er nicht dadurch gestorben ist? Oh, wir könnten es geschafft haben. Nein, gerade nicht. Schade. Schade, schade, schade. Wir sind sogar richtig schlecht. Mist. Na gut. Ein Match machen wir noch, würde ich sagen. Noch ein Kampf, klar. Einen machen wir noch. Wir haben gesagt, wir machen immer zwei Matches pro Waffe. Haben wir es gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen wir es so. Ich würde jetzt nochmal gerne auf das Korallenviertel so ein bisschen. Und ich würde gerne auch das Match starten. Rolf, du kleiner Sack. Du bist Level 29 und machst so einen kleinen Level 7er von uns platt. Geht gar nicht. Nimm doch mal Rücksicht auf uns. Athena, Asina. Keine Ahnung. Athena. Mit zwei Sternchen. Ich glaube, die war auch im Gegnerteam. Money. Zieht sie. Ja. Warum ist der Rest nicht einfach drin geblieben? Jetzt müssen wir sinnlos wieder warten. Schade eigentlich, ne? Dass man teilweise so lange warten muss, damit die Räume voll werden. Ich meine, am Anfang des letzten Parts hat das super geklappt. Ich glaube sogar den ganzen Part über. Dass wir in die Lobby gekommen sind, zack, ging es los. Und jetzt müssen wir wieder so sinnlos warten. Naja, gut. Dann ist das so. Ich finde es ein bisschen doof. Hätten sie ein bisschen besser programmieren können. Dass einfach Leute dazugeschmissen werden. Oder ein anderer Raum aufgelöst wird, wir aufgelöst werden und einfach irgendwo zugelost. Weil das hat ja auch keinen Sinn, dass der Raum so lange aufbleibt und keiner dazukommt. Dann sollten wir lieber andere Räume füllen oder umgekehrt. Ja, wir werden rausgeschmissen. War ja zu erwarten. Aber ich wette, jetzt finden wir ganz schnell was. Mal gucken. Ja, perfekt, sag ich ja. Sofort einen kompletten Raum gefüllt. Ist klar. Irgendwas stimmt doch da nicht. So, wir probieren unser Glück mal. Nochmal mit den Minen. Ich bin auch der Meinung, dass die gut sind. Ah, gut, wir kommen hier rauf. Perfekt. Da ist einer. Ich würde sagen, wir machen erstmal unsere Ulti ein bisschen voll. Wow, na toll. Natürlich kommt jetzt ein Gegner. Wenn wir anvisiert werden. Stirb! Wieso stirbt er nicht? Wow, wie er darauf gewartet hat. Der ist gut. Der weiß auf jeden Fall, wie er abhauen muss. Geil, wie wir ihn hintergerannt sind. Oh, hier ist noch Fläche. Hatten wir eigentlich immer unsere Ulti voll? Ich habe nicht darauf geachtet. Ich denke ja. Oh Gott, hier sind einmal Heini. Wow, die sind leer. Nein! Wo kommt er her? Hat er verdient. Jetzt einfach abstauben. Wir haben beide wahrscheinlich gerade am Nachfüllen von unseren Tanks. Wow! Wieso rennen wir beide hinterher? Was ist mit denen? Alter Schwede. Na gut. Gehen wir mal einen ganz anderen Weg.
Oh toll, natürlich ist jetzt hier auch einer. Ups. Aber wir bewegen uns jetzt einfach mal in deren rein. Wieso prall ich von den Leuten ab? Was ist denn das? Was rollt man die einfach rüber? Oder sind wir zu schwach und die zu stark? Aha, da hat einer gewartet. Oh! Ja, ich war wieder in deren Tinte. Das wird nichts. Die Runde verlieren wir. Aber haushoch. Jo, fährt noch mehr bei uns ein. Och man, ich krieg den einfach nicht erreicht, bevor die mich tot haben. Wow. So ein Mist. Das wird nichts mehr. Ah. Mist. Das war ein Satz mit X. Nämlich nix. Ja. Voll überrannt worden. Und wir waren auch wieder einer weniger. Keine Chance. Ich verstehe das nicht. Wie können Leute bloß so sein? Match join, einfach nur rumtrollen und nichts tun. Yay, danke dafür. Na gut. Das war... Ich würde sagen, für heute ist Splatoon 2. Ich werde mir ja meine geliebte Airbrush wieder nehmen. Und bis Level 10 hochleveln. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.